Das erste Mal hörte ich Sarah Gordons Stimme, als ich 2 Monate alt war. Mein Großvater, der Abenteurer, hatte die Platte in Macau gekauft. Eine Schwarzpressung. Es gibt keine offiziellen Aufnahmen von Sarah Gordon. Sie war bekannt dafür, dass sie Aufnahmen ihrer Stimme hasste. Sie muss eine sehr schwierige Person gewesen sein. Ihre Karriere war ein einziges Desaster. Meine Platte schien ein Einzelstück zu sein. Und obwohl ich überall suchte, konnte ich keine weiteren finden. Diese Musik gehörte mir. Nur mir. Man kann sich also meine Überraschung vorstellen, als vor 2 Wochen meine Freundin zu mir sagte: Das kann nicht sein. Doch, das hört der Erzido immer, den bringe ich gleich. Nee, Quatsch, das musst du verwechseln. Das ist eine Schwarzpressung aus dem Jahre 1958 von Sir Aragorn. Wo hast du das gehört? Bei Herrn Zido. Und wer ist dieser Herr Zido? Dem bringe ich sein Mittagessen. Und wohin bringst du ihm sein Mittagessen? Herr Zido, ich komme wegen Sarah Gordon. Haben Sie zufällig Zigaretten dabei? Paris, Paris, mon amour, c'est Paris. Die letzte, die übrig geblieben ist. Leider. Hören Sie. Kann man das nicht reparieren? Das bin ich mir das ja. Darf ich mal? Ich darf Sie nun bitten zu gehen. Ich habe noch einiges zu tun. Herr Zido! Herr Zido? Herr Zido, ich habe noch nie so eine Sammlung gesehen. Kann ich vielleicht nächste Woche noch mal wiederkommen? Herr Zido? Psst. Kommen Sie her. Wollen Sie sie kennenlernen? Wen? Na, wen? Sie lebt? Herr Zido,
Da müsste sie ja uralt sein. Kommen Sie am Freitag vorbei. Haben wir eine kleine Soiree. Haben Sie einen dunklen Anzug? Nein, ja. Sagen Sie, singt sie denn noch? Bis Freitag. 7 Uhr. Und bringen Sie Praline mit. Sorte habe ich aufgeschrieben. Noch nie war mir eine Woche so lang vorgekommen. Ab Mittwoch war mir schlecht vor Aufregung. Entschuldigung? Sie sind zum ersten Mal hier? Ja, ich komme auf Einladung. Haben Sie die Pralinen mitgebracht? Warten Sie hier. Entschuldigung? Verzeihen Sie die Frage, aber singt Miss Gordon eigentlich noch? Sie können eintreten. Ich kann nicht so viel.
bin nicht nur enttäuscht, ich bin entsetzt. Und außer die wenigen Dinger in der teuren Verpackung. Wir müssen alle unseren Teil tragen. Sie sind mehrfach gewarnt worden. Kommen Sie wieder, wenn Sie meinen, unseren Ansprüchen genügen zu können. Und Herrschaften, wer übernimmt die Zigarren? Es fehlen noch 18. Der Herr hier weiß wenigstens, wie man sich benimmt. Ich bürge für ihn. Ich bin ein großer Verehrer. Ja, ja. Meine Damen und Herren, wir haben noch ein ganz anderes Problem. Wenn Herr Gütlich jetzt ausfällt, bei wem soll sie jetzt baden? Bei uns. Bei uns. Wir haben nur eine Dusche. Mir hat man das Wasser abgestellt. Sie kommt zu dir zum Baden? Ja. Hat sie keine eigene Badewanne? Du, ich weiß es nicht. Ich hab's nicht gefragt. Singt sie eigentlich noch? Ich weiß es nicht. Ich hoffe. Oh, Scheiße. Du musst rausgehen. Du musst jetzt wirklich gehen. Wie ich schon sagte, Sie brauchen sich weiter keine Sorgen zu machen. Es ist nur eine klitzekleine Infektion. Und die ist bald verschwunden. Entschuldigung. Ja, willkommen. Kann ich Ihnen irgendwas anbieten? Wo ist das Bad? Natürlich, Verzeihung. Und rufen Sie, wenn Sie irgendwas brauchen. Und seien Sie bitte vorsichtig mit dem heißen Wasser, das ist ein bisschen... Kann ich Ihnen vielleicht doch irgendwas anbieten?
passion fait partie de l'amour, comme les épines d'une rose. Illusion fait partie de l'amour, comme les épines d'une rose. Mon cœur n'est pas qu'est pour toi, en pleine conscience que toi, tu n'es même pas tout ce qui m'est resté sans de là. Le moment le plus heureux.